Jo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Skyrim. Wir müssen hier irgendjemandem irgendeinen Brief geben. So weird. Ihr solltet reingehen. Heides oder Skooli können sich um euch kümmern. Ach so, das war ja der Bauer, nevermind. Ich habe einen Brief von eurem Vater. Was ist das? Manche Dinge ändern sich nie. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt. Hier, für euren Aufwand. Wow, 25 Gold. Und wow, it's a dragon. Hit the ground running, boys. Hit the ground running. Din, 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 din. Fuck. Als ob, Alter. Willst du mich verarschen? Ach, dann halt nicht, ey. Alter, halt Small sind zwei? Nee. Da ist einfach nur irgendwas anderes. Piss dich, Bro. So, der ist jetzt gezwungen, irgendwo am Poppes der Zivilisation zu spawnen. Und währenddessen mache ich mich hier aus dem Staub. Exactly. Wobei man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rennen sollte. Ja, ich hab jetzt einfach nur keinen Bock auf den Fight. Jo, wahrscheinlich hast du mich einfach wieder gefunden, oder? Oh ja, Mann, richtig Bock gerade auf so einen Drachenfight. Ey, richtig Bock habe ich da gerade. Wie er auch einfach daneben schlägt, wie schnell die Ausdauer einfach leer ist. Aber das ist wegen seinem dämlichen Schrei, der zieht nämlich Ausdauer ab, Ich will jetzt aber auch nicht drauf gehen, jetzt wo ich schon so viel Zeit dafür verschwendet habe. Stirb. Unbelievable, man. Die Drachen sind einfach so nervig, ey. Was anderes sind die echt nicht. So. Dann erkunden. Dann entdecken wir noch kurz die Höhle. Und dann. Ich weiß gar nicht, was war danach. Ja, nee, wir haben unsere Quest abgeschlossen. Ja, machen wir die nächste. Und da hinten ist auch noch ein Grab, das wir auch noch nicht entdeckt haben. Das ist dann, by the way, das Letzte, was wir machen werden. Hey, ich weiß nicht, wohin ihr geht, aber haltet euch von der Mine fern. Die ist nicht sicher. Die Mine ist nicht sicher, weshalb? Wir sind auf eine alte Krypta der Nord gestoßen. Da wimmelt es von Draugrer. Diese ganzen Untoten halten uns vom Schürfen ab. Ich würde da nicht runtergehen. Interessant. Random noch eine neue Quest bekommen. Bergarbeiterhaus. Na komm. Komm mal, Eini. Wird denn schon nichts ausmachen, wenn wir da mal Eini gehen? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wow. Kein Grund, so abweisend zu sein zu einem Einbrecher. Na gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ihr jetzt eine Quest auf uns wartet. Meistens sind das einfach irgendwelche Random-Ass-Höhlen, wo einfach gar nichts ist. Mehr oder weniger. Also, ich meine, irgendwas ist schon da, aber meistens keine Quest. Naja.
Dann decken wir noch dieses Hügelgrab. Und dann können wir ja diese Mine machen. Das ist jetzt zwar nicht direkt eine Markart-Quest, aber wir sind ja noch in Reach, also von dem her passt das schon. Hey. Hey, du da. Ja, da bist du. Oh mein Gott, sind da viele Gegner. Wahrscheinlich Draugere oder so. What the hell? There are a lot of enemies. Oh nein, es sind Vampir-Diener. Okay. Boah, der Typ hat auch unendlich Magiker. Alter, er hat literally unendlich Magiker. Wow. Okay. Hat wohl eine ganz schön gute Ausrüstung. Einer muss da noch sein hier. Oh, da. Ein uralter Vampir. Hä, sie ergibt sich. Und zeitgleich hat sie ihr Messer gezückt und wollte auf mich eindreschen. Wow. Damn. Uralte Vampire sind heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. Habe ich das Ding jetzt entdeckt? Das habe ich nicht mal mitbekommen, wie es heißt. Ah. Geschweige denn, wo es hier reingeht. Aber wahrscheinlich da unten, wo wir gerade waren, oder? Nee. Hä? Moderige Ruinen. Sag mir jetzt nicht, das hier ist alles. Also ich meine, ich will jetzt ja eh nicht unbedingt gleich rein, aber... What the hell? Oh doch, das scheint alles zu sein. No way. Oh, da hinten ist auch noch was. Oh, das ist, da waren wir schon mal. Wow. Weiß das jemand von euch? Ist das ja alles? Kennt ihr den Ort? Oder ist das eine geheime Tür? Sieht fast so aus, ne? Ja. Puh. Also wenn es jemand von euch weiß, wäre ich euch verbunden, wenn ihr es in die Kommentare schreiben könntet. Aber es sieht schlecht aus. Na gut, dann machen wir die Quest mit der Höhle. Mit der Mine, meine ich. Ja, dann werden wir heute nicht mehr sehr viel mehr schaffen dann wahrscheinlich, weil... Na gut, okay, kommt jetzt drauf an, wie groß die ist. Aber ja, das hatte ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass wir jetzt hier noch so eine extra Quest finden. Sowas rechnet ja auch kein Mensch. Mit diesen Landeiern und ihren Sonderaufträgen. Wow. Das Ding ist mal weit geflogen. Holy shit. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt nichts. Ich hätte niemals Feuer benutzen sollen. Also das hat mich fürs Leben geprägt. Ein schwacher Start von der Draugr-Seite. Ich frage mich mal, wo die herkommen, ey. Na, wahrscheinlich graben die einfach immer wieder Säge und so einen Scheiß aus. Und checken nicht, dass das gefährlich ist. Ernsthaft, ich muss da runterspringen? Come on, dude. Ah.
daneben. Nee, getroffen. Fuck. So. Oh, hier ist ein Bretone. Sah aber gar nicht aus wie ein Bergarbeiter. Das ist eine Falle. Das ist auch ziemlich offensichtlich. Oh mein Gott. Wow, das sind ganz schön viele. Naja, eigentlich nicht, es waren nur drei. Kam mir vor, es wären es fünf. So. Was wäre eigentlich, wenn du jetzt bei der Quest die Aufgabe ist es ja, glaube ich, die Ruine von den Draugr zu befreien, genau. Oder die Grube. Mine, Ruine, Grube, alles das gleiche. Was ist eigentlich, wenn du nicht alle besiegst? Oh mein Gott, ein Drachenpriester? Wait, what the fuck? Oh mein Gott. Aber das ist kein besonderer. Der hat keine Maske auf. Ja, er hat keine Maske auf. Larry, geh dich vergraben, du hast keine Maske auf, Bro. Keine Maske, Loser. Wow, der... Wow. Ah, vielleicht droppt er ja trotzdem was Gutes. Nope. Also ich meine, ja, die Sachen sind wahrscheinlich nicht schlecht, aber die kann man sich auch einfach selber herstellen. Okay. Kam ziemlich unerwartet, der Drachenpriester, aber der war auch schnell wieder weg. Also war ja auch kein besonderer. Eisen 2 hinter der Kraftlosigkeit. Uff. Ich glaube, Skyrim ist das einzige Spiel, was dir massenhaft Items, massenhaft gute Items im Überfluss gibt. Aber es ist ja auch ein Singleplayer-Game. Lol, jetzt steht hier einfach eine Wache. Ich kenne euch doch. Jetzt steht da einfach eine Wache. Ja, wo warst du denn, als die Draugr angegriffen haben? Und was ist jetzt mit dem Dude? Warum zum Teufel ist der in... Was? Warum zum Teufel ist der 30 Kilometer von hier weg? Okay, ich glaube, das ist ein harter Bug. Er latscht hier einfach durch ein Riesenlager durch. He doesn't give a single flying fuck. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt nichts ab. Draugr in meiner Mine? Erstmal 40 Kilometer weit laufen. Ich habe die Mine von Draugr gesäubert. Wirklich? Wir haben darauf gewartet, dass der Jarl ein ganzes Regiment schickt. Jetzt können wir wieder zurück an die Arbeit. Danke. Mhm. 1500 Gold? You must be rich. So, dann gleich noch die Festung da erkunden. Entdecken, nicht erkunden. Oh boy, wir haben dabei echt noch ein ganzes Stückchen Arbeit vor uns, Boys. Das ist krank. Festung Graumoor. Aha. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Warum hat mir hier ein Gegner angezeigt? 5 Kilometer entfernt. Ist es Perth? Nein. Ah. Also ist er, aber ich meinte sein Gegner. Yikes, man. Gotta be careful. Na gut. Dann. Ja, genau, dann. Gute Frage, ne? Haben wir noch irgendwas Kürzeres? Erkunde die Halle der Toten. Das wird wahrscheinlich sogar eine längere Quest sein. Das hier. Okay, what the fuck? Festung Sonnenwacht? Achso, sind hier keine Gegner oder was? Achso, das ist eine Festung von uns. Okay, was sind das für random ass Quests? Die habe ich doch gerade nicht erst angenommen, oder? What? I'm confused, man. Ach so, hier ist ja auch nur die Schwertscheide. Ach, das ist ein Buch, Elameo. Okay. Interessant. Achso, das war die Schmiede. Na gut, macht Sinn bei der Schwertscheide. Ja, aber wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch ordentlich zu tun, also crazy. It's just crazy. Servus. Passt mal lieber auf, dass ihr nichts anzündet. Hier ist das Buch, das ihr wolltet. Bücher. Keine Ahnung, was die Kaiserlichen daran so toll finden. So Malakat will, wird es aber dem Jungen helfen. Ich zeige euch mal, wie ein Ork das Schmieden lernt. Hm. Oh. Mhm. Mhm. Mein liebster Saufkumpel. Alright. Na gut, dann machen wir nächstes weiter. Bis dahin, macht's gut rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.